Ja, okay. Ja, moin zusammen, moin in die Runde und moin in die Weiten unserer Online-Zuschauer. Zweiter Vortrag beim diesjährigen Linux Presentation Day als Vorspiel zu den Kieler Linux-Tagen zum Thema Malen und Zeichnen am Computer für Einsteiger am Beispiel Krita und Krita unter Linux natürlich. Das zeige ich jetzt in dieser nächsten knappen Stunde, guten Dreiviertelstunde, euch, wie das so funktionieren kann. Vorweg, ich weiß, dass einige hier eben schon in dem, sag ich mal, Linux für Einsteiger Vortrag gesessen haben. Ich nehme an, ich muss zu Linux nicht mehr so furchtbar viel erzählen. Einsteiger. Ja, genau. Für Fortgeschrittene hatte ich jetzt nicht vor, was zu erzählen. Ich bin nicht mal sicher, ob ich mich selber zu den Fortgeschrittenen zählen würde. Krita, die ich euch heute zeigen werde, die Software Krita, ist eine Software zum digitalen Malen und Gestalten, die es nicht nur für Linux gibt, auch für Windows und ich glaube, meine auch für Mac OS. Und die möchte ich jetzt erstmal kurz zeigen, wie man die überhaupt bekommt. Ich glaube, auf dem Bild sieht man jetzt noch nichts außer meinem Desktop-Hintergrund. Wir machen das mal kurz ganz laienhaft. Jetzt sehe ich leider nichts mehr. Das müssen wir irgendwie noch ändern von der Ansicht her. Moment. Ich muss mal eben das hier verdoppeln. Das sollten wir gleich haben. So, Mirror, Apply. Jetzt sollten wir hoffentlich gleich hier. Jetzt sehe ich den Desktop auch wenn man ihn im Bild in der Übertragung sieht. Okay. Also, Krita bekommt man unter anderem über die Website von Krita. Krita ist eine freie und Open-Source-Software, die wie bei freier und Open-Source-Software üblich von einer Community, aber inzwischen auch von einer Stiftung gesteuert wird. Und man kann auf dieser Website Krita sich für das beliebige Betriebssystem, was man nutzt, runterladen. Hier wurde jetzt schon automatisch erkannt, dass ich Linux nutze und deswegen bietet mir jetzt hier ein Linux 64-Bit-App-Image an. Ihr seht das auch schon hier auf der Website, verschiedene, sag ich mal, Bezugsmöglichkeiten angeboten werden. App-Image, Flatpak und Gentoo. Da könnt ihr dann also, wenn ihr es auf diesem Weg euch runterladen wollt, gucken, was für euch am besten passt. Krita ist allerdings auch in den Software-Centern, in den Software-Katalogen von Linux enthalten, also zumindest denen, die ich kenne. Also in diesem Fall hier das Ubuntu Software Center. Ich nutze Ubuntu. Unter Linux Mint ist es meines Wissens nicht anders. Und wenn man hier nach Krita sucht, findet man es auch direkt. Das heißt, unter Linux gibt es ja, wie vielleicht schon allgemein bekannt, unterschiedliche Wege, sich Software zu installieren. Man kann es runterladen von der Website, man kann es direkt in so einem Softwarekatalog vom Betriebssystem beziehen und installieren. Oder man kann es übers Terminal installieren mit dann auch wieder verschiedenen Softwarepaketverwaltungssystemen, die da sind. Also zum Beispiel schlicht so könnte man sich auch Krita installieren. Dabei, wenn man es auf diesem Wege, also aus diesen Standardkatalogen des Betriebssystems bezieht, kann es sein, dass man nicht die neueste Version kriegt, weil zumindest unter Ubuntu da ja oft eine etwas ältere, die dann zur jeweiligen Ubuntu-Version passt, drin ist. Also wenn es einem wichtig ist, die allerneueste zu kriegen, muss man darauf ein bisschen achten oder halt direkt von der Website beziehen. Krita hat, also hier, ich habe schon in meiner Schnellstartleiste drin.
So ein Pinsel und Farbklecks als Symbol. Und Krita sieht zunächst einmal so aus. Ja, och, das, ja, der Beamer hier ist unschön dunkel. Es wird gleich besser, wenn ich ein Bild öffne. Und damit steigen wir gleich mal ein. Also man findet hier so ein Startmenü in der Mitte, sag ich mal. Und ich denke mal, es ist relativ intuitiv, dass man über neue Datei geht, um eine neue Datei anzulegen, ein neues Bild zu starten. Und man kriegt dann so einen Startdialog, in dem man unter anderem festlegen kann, wie breit und hoch soll meine Leinwand, also meine digitale Leinwand, auf der ich dann arbeite, sein. Wie hoch will ich die Auflösung haben? Natürlich gilt, je größer die Abmessung und je höher die Auflösung meines Bildes, desto mehr Speicherplatz belegt es dann. Und auch desto größer wird es nachher im Arbeitsspeicher. Ein großes, aufwendiges Bild mit Krita zu erstellen, kann durchaus arbeitsspeicherintensiv werden. Also da ist es dann gar nicht verkehrt, nicht den allerschwächsten Computer zu haben. Ich habe das schon mal geschafft, einen Laptop damit so ein bisschen in die Bedrohung zu bringen. Aber wir starten jetzt hier erst noch mal mit einem Bild, Abmessung 3500 x 2000 Pixel, 300 Auflösung. Man kann hier noch einiges mehr einstellen, aber das ist dann tatsächlich eher für fortgeschritten, das benutze ich auch fast nie. Ja, und dann sieht man erstmal ein weißes Blatt, wenn man so will, vor sich. Oder eine weiße Leinwand, wie es dann hier auch heißt. Leinwand, die Bezeichnung sicher auch, weil Krita sich als ein Programm versteht, das ja, sag ich mal, an künstlerisch ausgerichtete Leute interessiert ist und weniger jetzt für Fotobearbeitung oder sowas. Das geht auch damit. Es gibt da in Krita auch Funktionen für Fotobearbeitung, so also schlichtweg irgendwas auf Schwarz-Weiß setzen oder irgendwas verpixeln oder die Farbräume ändern und so. Das geht auch, aber sag ich mal, die Stärke von Krita entfaltet sich, wenn man wirklich malen und zeichnen will, so wie man es eben vielleicht auch auf einem Blatt Papier oder auf einer Leinwand machen wollte, wenn man ein Cartoon oder ein Ölgemälde simulieren will, sag ich mal. Okay, und dann zeige ich euch jetzt mal die, als übernächsten Schritt zeige ich euch die grundlegende Funktion von Krita. Vorher, ihr habt die hier im Raum sind, auf jeden Fall schon gesehen. Ich benutze hier keine Maus oder sowas, sondern ich benutze ein Grafiktablett. Als ich angefangen habe, erstmals, das ist inzwischen schon sehr lange her, zu versuchen, am Computer irgendwie was zu zeichnen, habe ich das mit der Maus probiert und habe erstmal gedacht, wie soll denn das gehen? Ich habe gedacht, ich bin ein furchtbarer Grobmotoriker, andere kriegen das doch auch hin, bis ich das Prinzip Grafiktablett irgendwann mal bemerkt hatte. Also für die, denen das Prinzip noch neu ist, ist ein Grafiktablett ist einfach ein Gerät, ein Stück Plastik, was so ein bisschen aussieht wie ein Tablet-Computer ohne Bildschirm und ein Stift dazu. Und mit diesem Stift arbeitet man da drauf, den benutzt man da drauf, als ob man tatsächlich auf dem Notizblock vor sich irgendwie schreibt oder malt. Und der übersetzt das dann in Dinge auf der Leinwand. Wenn man das, es ist ganz gut, das mal auch mit einem Vergleich zu kriegen, den kann ich natürlich nicht so richtig vorführen. Also das würde ich euch empfehlen, einfach immer mal zu probieren, wenn euch das interessiert, mit der Maus oder womöglich so mit dem Trackpad irgendwie zu malen. Das geht auch, aber das ist unendlich viel schwerer dabei, irgendwas Brauchbares hinzukriegen und es fühlt sich, finde ich, einfach nicht gut an. Ja? Ein Hinweis zur Maus. Bei den Maustreibern kann man ja oft einstellen, auch dass wenn man eine schnelle Bewegung macht, dass er dann daraus eine sehr ausladende macht. Okay. Also man muss erstmal die Maus neutralisieren, dass sie wirklich proportional arbeitet zu den wirklichen Bewegungen. Genau. Aber eigentlich wollte ich fragen, wie schlagen sich im Vergleich dazu Rechner mit einem sensitiven Bildschirm? Kann man auf denen auch gut malen? Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert. Es ist mit Sicherheit besser als mit der Maus. Also so hier, definitiv. Also das ist ja so ein bisschen, ich habe es mal ja auf so einem Tablet gemacht. Das geht. Ich glaube, es gibt auch dafür nochmal spezialisierte Geräte. Bei diesen Grafiktablets
ist es dann aber noch so, dass die eine, die haben nicht so eine glatte Oberfläche, sondern eine auch so ein bisschen raue. Das heißt, darauf hat der Stift auch so einen Hauch von Widerstand, so wie er das auf dem Papier oder auf einer Leinwand auch haben würde. Und ich denke, die meisten würden sagen, das ist besser, da hat man bessere Kontrolle. Und diese Grafiktabletts, die, naja, kosten irgendwas zwischen 80 und 2000 Euro, sag ich mal ganz grob, wahrscheinlich gibt es auch noch teurere. Ist aber, also, ja, zumindest ein relativ einfaches Modell, ist schon zigmal besser als eine Maus. Insofern, wenn man das machen möchte, dann lohnt sich das. Jetzt zu den... Ich hätte jetzt dazu eine Frage. Ja. Treffergenauigkeit. Ich habe irgendeine Linie oder einen Punkt auf dem Bildschirm. Ja. Den haben wir vorher gemalt. Mhm. Und jetzt will ich da eine Linie anschließen. Ja. So. Ja. Okay. Und jetzt will ich am linken oder rechten Ende, ja, in der Mitte ist gut. Treffer. Genau. Die Treffergenauigkeit hängt hier davon ab, tatsächlich. Man hat ja keine Nutzung, ja? Wenn man einmal, was weiß ich, sich gekratzt hat und wieder neu ansetzt. Ach so, ja, genau. Aber das ist, habe ich noch nie als Problem erlebt. Okay. Also man kann auch, ich greife jetzt ein bisschen vor, man kann ja auch beliebig weit, sag ich mal, reinzoomen. Okay. Ja. Und dann, ich würde sagen, da trifft man dann. Das mache ich tatsächlich beim Zeichnen auch relativ häufig. Also wenn ich jetzt anfange, irgendwie, wenn ich sage, ich will hier ein Bild malen, was irgendwie später so aussieht, keine Ahnung, Mensch mit Haus oder sowas, dann fange ich oft, dann mache ich mir irgendeine Skizze und fange dann hier mit dem Gesicht an, mit ziemlich hoher Auflösung. Das ist, glaube ich, auch ganz stark Geschmackssache. Weil man dann, ich finde, dann hat man mehr Kontrolle. Zumindest wenn man zu nah dran ist, auch wieder nicht, aber deutlich besser, als wenn man so weit weg ist. Also Treffergenauigkeit jetzt, wenn man ein Grafiktablett absetzt, ist, würde ich sagen, ist natürlich ein bisschen Übungssache, wie beim klassischen Malen und Zeichnen auch. Da ist, also das ist ja extrem viel Übungssache. Habe ich aber, wie gesagt, noch nicht als Schwierigkeit erlebt. Man kann auch irgendwo, meine ich, irgendwie so eine Hilfslinien anzeichnen, damit habe ich mich noch nicht wirklich auseinandergesetzt, aber so ein Gitternetz zur Hilfe kann man dahinter auch irgendwie machen. Ja? Ich glaube, kann man den Pointer, der gezeichnet wird, wenn man über der Zeichnung schwebt, auch noch modifizieren, dass der meinetwegen genau etwas genauer ist. Was hat man eben, ein Pfeil oder so, also ein Farbenkreuz zum Beispiel? Das ist jetzt eine andere Funktion, das ist jetzt die Farbwahlfunktion. Ob man dabei, sag ich mal, will ich jetzt ein Fadenkreuz oder will ich einen Punkt sehen, auswählen kann. Ein Pfeil mit einer Spitze, ne? Ein Pfeil mit einer Spitze ist eine andere Funktion dann. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwas auswählen will. Dann, oder wie war das? Also dann ändert der Cursor sich ein bisschen, je nachdem, was man gerade machen will. Ja. Ich meine, dass man, also man kann in Krita, sag ich mal, man kann eine Menge Dinge einstellen. Mhm. Entschuldigung. Von Tablet-Einstellungen, Druck und so weiter. Es würde mich nicht wundern, wenn man auch irgendwo nochmal den Cursor weiter konfigurieren könnte. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Ich habe den Eindruck, es funktioniert so relativ gut. Und wenn man die, maximal zoomt, dann kommt man ja relativ ganz genau ran. Dann kommt man ganz genau ran, genau. Dann hat man natürlich noch das Problem, dass man nur relativ kurze Striche machen kann. Also wenn ich jetzt hier so nah rangehe, dann kann ich natürlich auch nicht wirklich sehr weit arbeiten. Okay, wir greifen jetzt ein bisschen vor. Es soll ja ein Einsteigervortrag sein, obwohl ich jetzt schon eigentlich den Verdacht habe, nicht so hundertprozentig Einsteiger zu sein, macht aber nichts. Also die Bedienoberfläche, die ganze grafische Oberfläche von Krita, die ist anderen Programmen aus diesem, sag ich mal, Genre ziemlich ähnlich. Wer mal zum Beispiel mit GIMP gearbeitet hat, wird, glaube ich, sehr vieles wiedererkennen. Ich glaube, es gibt auch zu Photoshop viele Ähnlichkeiten. Also das ist nicht wirklich überraschend, zumindest die Grundfunktionen nicht. Wir haben, wie bei fast jeder Desktop-Software, oben so eine Bedienleiste mit dem Dateimenü, dem üblichen Bearbeiten-Menü, wo man Sachen irgendwie, wo man Aktionen rückgängig machen, Inhalte einfügen und dergleichen kann. Und das
das Einstellungsmenü für das Programm und so weiter. Also das, was man theoretisch während der Arbeit hier im Bild nicht viel braucht. Zumindest zu Anfang nicht. Wir haben links im Bild, obwohl man das auch, wenn man will, alles ändern kann. Bei standardmäßig ist es links und ich habe es immer so gelassen. Das, sag ich mal, das Grundwerkzeugmenü, das Werkzeugmenü erste Ebene. Da kann man jetzt auswählen, ob man die Standard-Stift-Funktion haben will. Die hier. Ist das halbwegs vernünftig zu sehen? Ja, es ist ein bisschen klein. Die dann eben ein Stift bzw. Pinsel ist zum Malen. Wir haben die weithin bekannten Funktionen, um zum Beispiel ein Rechteck zu ziehen oder eine Ellipse oder Kreis. Wir haben die Füllen-Funktion, mit der wir, wenn wir jetzt erst irgendwas zeichnen würden und das dann füllen wollten, den Fülleimer, den es seit Microsoft Paint so ziemlich überall gibt, mit dem man dann solche Sachen machen kann. Und unterschiedlichste Auswahlwerkzeuge, mit denen man Teile des Bildes automatisch oder eben händisch auswählen kann. Das heißt, wenn man jetzt, dann nehme ich lieber schwarz, wenn man jetzt hiervon irgendwie nur den Teil farblich einfärben würde, könnte man diesen berühmten und sehr praktischen Zauberstab nehmen, die Zauberstabauswahl, die dann, wenn man irgendwo hinklickt, von selbst einen Teil des Bildes anhand von Kontrasten und Farbunterschieden und sowas auswählt und wo man dann zum Beispiel mit dem Füllenwerkzeug arbeiten kann, um da irgendwie unterschiedliche Bereiche relativ einfach auswählen zu können und die farblich auswählen zu können. Wo man dann auch durchaus nicht nur mit dem Füllenwerkzeug arbeiten kann, sondern auch mit anderen Werkzeugen. Und alles bezieht sich dann immer nur auf den ausgewählten Bereich. Ebenso kann man zum Beispiel eine Auswahl machen, indem man irgendwie ein beliebiges Vieleck irgendwo per Klick setzt und dann zum Schluss, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, zum Schluss gibt es dann so einen automatisch erkannten Ankerpunkt, wenn ich die Runde schließe, dann erscheint dir so ein kleiner Kreis und dann heißt das, okay, wenn du jetzt hier hinklickst, dann hast du diese Ebene geschlossen und kannst jetzt damit als Auswahl arbeiten. Kannst jetzt da irgendeine Farbaktion mitmachen. Das sind also die Auswahlwerkzeuge. Wie üblich kann man mit der Kombination Steuerung A alles markieren und dann zum Beispiel mit Entfernen löschen, wenn man sich irgendwie nochmal ganz anders überlegt. Solche Sachen sind natürlich auch über diese Bedienleiste hier oben möglich. Also Auswahl, alles auswählen zum Beispiel. Dafür gibt es wie üblich Tastenkombinationen. In den meisten Fällen sind das die Tastenkombinationen, die man auch aus anderen Programmen kennt, wie eben Steuerung A für alles auswählen. Der nächste Bereich, auf den ich eure Aufmerksamkeit lenken möchte, ist der hier in diesem Fall hier unten rechts. Wie gesagt, auch der muss nicht unten rechts sein, den könnt ihr euch theoretisch sonst wo hinschieben. Da wählt man unterschiedliche Pinseltypen aus. Also wenn man hier das Pinselwerkzeug auswählt, kann man noch überlegen, soll das jetzt etwas sein, was eher wie ein schlechtes Beispiel, ich mache ein besseres Beispiel, ich wollte gerade sagen, eher wie ein Bleistift oder so aussieht, ja hier, oder soll es eins sein, was eher wie so ein Tintenstift aussieht. Da gibt es eine Menge voreingestellte Pinseltypen in Krita. Und wenn ihr euch ein bisschen intensiver mit Krita beschäftigt, werdet ihr merken, dass es auch die Möglichkeit gibt, eigene zu erstellen. Wenn einem irgendwas fehlt. Wenn man irgendein ganz bestimmtes Pinsel oder ich weiß nicht was, Werkzeug, das man aus dem echten Leben kennt, simulieren will, kann man losgehen und sich da eigene erstellen. Es ist ein bisschen anspruchsvoller, aber es ist auch kein Hexenwerk. Kann man im Nachhinein noch feststellen, wie so eine Linie gemacht
Nicht? Aber die erste Leitstiftlinie. Ja. Habe ich vorgestern gezeichnet. Ich habe total vergessen, weil ich was anderes gemacht habe. Was war das nochmal? Was war das noch? Und damit würde ich jetzt gerne weitermachen. Guter Punkt. Wüsste ich jetzt spontan nicht, wie das geht. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich irgendwo ein Log-File versteckt, wo das drin ist. Ja. Da müssen wir wirklich tief graben. Weil die Auswahl ja so riesig ist. Ich habe jede Kombination. Was heißt ja, das? Ja, genau. Das, okay, ziehe ich die Frage zurück. Nee, ist eine völlig berechtigte Frage. Und ich hab die Situation auch schon mal gehabt, durchaus. wüsste ich jetzt aber nicht. Der nächste Versuch, was ich machen würde, wäre irgendwie STRG-Z, aber das bezieht sich dann auch hier rauf. Also das erfasst jetzt nicht die Auswahl. Was man machen kann, ist, sich für irgendwelche speziellen Sachen eben eigene Pinseltypen zurechtlegen und dann weiß man, es kann nur der gewesen sein. Aber gute Frage, ja? Ich habe einen Verdacht. Okay, ja, bitte. Es gibt ja so viele, es gibt ja unzählig viele grafische Elemente, die man da ablegen kann. Ich denke mal, es ist im Nachhinein, dass er im Prinzip führt er intern eine Pixelmatrix. Ja. Und es ist dann nachher gar nicht mehr entscheidbar, ob man eine Linie gezogen hat oder ob man in mühevoller Kleinarbeit tausende von Pixeln einzeln gesetzt hat. Ja. Ja, und insofern ist das schwierig, denn nachträglich zu fragen, wie ist das Ding eigentlich entstanden? Ja, genau. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist. Bestimmt. Also ich meine, es könnte ja sowas geben wie irgendein Log-File, das sieht, aha, zuletzt hat er auf den Pinseltyp D, Ink 3, GPen geklickt und danach auf den Typ D, Ink 2, Fineliner. Könnte ja theoretisch sein. Ja. Würde mich jetzt gar nicht überraschen, wenn das irgendwo ist. Entsprechend der zittrigen Linie, die man gezogen hat. Genau. Also im Bild tatsächlich irgendwo raufzuklicken und zu sagen, das war der Pinseltyp so und so, würde ich vermuten, geht wirklich nicht aus den Gründen, die der Kollege gerade gesagt hat. Das aber irgendwo ein Log-File ist, wo man sieht, ich habe vielleicht sogar gestern um 19.30 Uhr den Pinseltyp ausgewählt und dann denkt, ah ja, das wird er gewesen sein. Könnte sein. ist vielleicht wert, danach mal zu suchen. Weiß ich jetzt so spontan aber nicht. Was ich jetzt wieder mache, ist wieder STRG A und entfernen, weil ich Dinge, die ich gemacht habe, weghaben will. Obwohl, eine Sache vielleicht nochmal. Sehr wichtiges Konzept ist natürlich auch das Radiergummi, das auch hier bei den Pinseltypen zu finden ist. Also wenn man da dann nochmal was weghaben will. In der Praxis benutzt man das, oder benutze ich das zumindest gar nicht so oft, wie man vielleicht denken würde, weil ich eher mit irgendwelchen Skizzenebenen und immer rückgängig machen arbeite, als mit Radiergummi fast. Und das ist der nächste Punkt, Ebenen. Falls jemand es noch nicht gehört hat, ist es ein extrem wichtiges Konzept in solchen Mal- und Zeichentools. Ihr seht hier rechts ein Fenster, da steht Hintergrund und Malebene 1. Hier drüber steht Ebenen. Und das muss man sich so vorstellen, als wenn man auf mehreren Ebenen Folie oder Durchpauspapier oder Butterbrotpapier, wo man durchgucken kann oder sowas, arbeitet. Und dann die übereinander legt. Und so sind diese Ebenen hier in diesem Fenster rechts auch angeordnet. Oben in diesem kleinen Fenster hier heißt sozusagen oben auf dem Tisch, wenn man sich das so vorstellt. Und das kann man relativ gut demonstrieren. Wenn ich jetzt hier in diese Ebene Hintergrund, die standardmäßig immer da ist in Krita, gehe und da irgendwas male, hier mal irgendwas Grünes, so. Oh, das ist wirklich sehr schlecht zu sehen, ja. Zumindest hier im Raum. Ich nehme ein dunkleres Grün, weil wir hier so einen etwas seltsamen Beamer und Leinwand haben. Ja. Besser zu sehen? Ja. Okay, gut. Das ist jetzt im Hintergrund, keine Ahnung, eine abstrakte Andeutung einer Grasebene oder was weiß ich was. Und jetzt gehe ich in die Malebene 1 und versuche, mal da jetzt mal irgendwas drüber.
Dazu gehe ich dann auch mal ein bisschen näher ran und sag mal, ich male da mal irgend sowas, aber nicht in grün. Sowas wie, keine Ahnung, ein Hasen oder ein Kaninchen drüber. Ostern war schon. Ja, aber Weihnachten ist auch noch nicht. Das in ausfärben, sonst ist das Kaninchen ja auch grün. Ja, genau, beziehungsweise transparent. Jetzt habe ich hier in dieser Malebene darüber gemalt. Und wenn ich jetzt in diesem Ebenensteuerfenster hier rechts die Ebenen verschieben würde, die Malebene 1 runterziehen würde, würde man schon sehen, das verschwindet. Das verschwindet hinter dem Hintergrund. Und jetzt wähle ich noch eine Ebene aus. Ich persönlich gehe dazu hier mal auf Ebene neu und Malebene hinzufügen. Das würde aber auch hier in dem Bereich gehen. Und jetzt mache ich genau das von vorhin. Ich nehme mal meinen Zauberstab und klicke da in das Kaninchen rein. Ihr seht schon, hier hat er ein Stück nicht mitgenommen, weil hier so ein weil der Kontrast da nicht groß genug ist. Und so wie der Zauberstab eingestellt ist, hat er da erstmal aufgehört. Bei sowas kann man dann auf die Shift-Taste drücken. Dann erscheint hier, vielleicht könnt ihr es erkennen, neben dem Cursor so ein kleines Plus. Und solange ich das gedrückt halte und noch was weiteres markiere, fügt er das hinzu. Und so kann ich so eine Markierung erweitern um weitere Elemente, die nicht damit direkt zusammenhängen oder die der Zauberstab, sag ich mal, Algorithmus nicht erkannt hat. Und dann habe ich jetzt die freien Flächen von meinem Kaninchen, na, ein bisschen was fehlt noch, markiert. Das war zu viel. So, machen wir mal so. Und jetzt... Mit SDRG nimmt man hier weg, oder? Mit Alt. Mit Alt erscheint das Minus, da nimmt man dann wieder was weg, genau. Und jetzt kann ich, Moment, ich bin in Malebene 1 und jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich in der richtigen Ebene bin. Jetzt gehe ich in Malebene 2 und fülle die jetzt, erstmal fülle ich die jetzt weiß aus. Weiß, sagte ich. Jetzt füllt er die allerdings einzeln aus. Die unzusammen, die zusammenhängenden Dinger. So. Kommt hin, glaube ich. Und jetzt sieht man schon, jetzt ist das Grün dahinter verschwunden. Das heißt, die Ebene, in der ich das Kaninchen ausgemalt habe, ist davor, vor der Hintergrundebene oder da drüber besser gesagt, sozusagen auf dem Tisch da drüber. Und ich kann da drin malen. Und wenn ich mir später überlege, ach, das Kaninchen ist doch blöd, dann kann ich einfach die Ebenen ausblenden oder irgendwann auch löschen, wenn ich mir sicher bin. Also ausblenden würde man hier in dem Ebenensteuerfenster mit diesem Auge-Symbol. Kann man dann theoretisch auch irgendwelche Linien, schwarze Linien nur als Hilfslinien nehmen und dann nachher so eine Art Geisterkaninchen draus machen oder so. Oder als künstlerischen Effekt, wenn man sie nur sozusagen nur als Hilfslinien haben, aber nachher das Ergebnis ohne Schwarzumrandung haben will zum Beispiel. Und jetzt könnte man zum Beispiel gut sagen, jetzt lege ich noch eine neue Ebene an. Und dann, wenn man mit mehreren Ebenen arbeitet, dann ist es auch sinnvoll, sie irgendwie zu benennen. Und diese Ebene, die ich jetzt gerade weiß eingefärbt habe, zum Beispiel Farbe 1 zu nennen. Und die, die ich jetzt gerade neu angelegt habe, ich mache es jetzt in diesem Fall hier mit F2. Auch hier ist F2 die, das Tastenkürzel für was umbenennen. Nenne ich jetzt Farbe 2. Und wenn ich schon dabei bin, weil ja vielleicht später irgendwo noch Ebene für Bäume und ich weiß nicht, was alles kommt, wenn das ein größeres Werk werden sollte, nenne ich das jetzt mal Kaninchen-Umriss oder so. Und jetzt nehme ich die Farbe 2-Ebene. War etwas ungeschickt, weil ich meine Markierung gerade aufgehoben habe. Dann mache ich die mal neu und in diesem Fall mache ich sie mit dem hier, weil ich den Eindruck habe, dass das da gerade schneller geht als mit dem Zauberstab, mit diesen einzelnen Ebenen. Und da gibt es auch, damit kann man relativ unbesorgt arbeiten. Also ich weiß gar nicht, ob es
ein Limit an Punkten gibt, das man setzen kann. Es sind aber sehr viele. Also man kann damit auch erfolgreich noch komplexere Figuren umranden. Und jetzt gehe ich zum Beispiel her und nehme mir einen anderen Pinseltyp, vielleicht den hier, der so eine Spraydose, so ein Airbrush-Pinsel simuliert und fange an, das Kaninchen in einer weiteren Ebene sozusagen über dem Weiß, was ich da jetzt reingelegt habe, nochmal irgendwie einzufärben. Und dann zu sagen, das soll jetzt auch nicht bloß eine, sozusagen eine einzelne harte Farbe haben, sondern vielleicht will ich da später so einen Hauch von Dreidimensionalität oder Beleuchtung reinbringen. Ich sage zu den Sachen, die ich hier jetzt so schnell mache, gleich noch ein paar Worte mehr, keine Sorge. Und mache dann solche Sachen damit. Und das ist jetzt sozusagen die eigentliche Farbe, die ich haben will, dass dahinter ist, wenn man so will, kein Deckweiß oder so. Nur um das dahinter zu solide zu verdecken, damit man da nicht irgendeine komische grün-braun-Mischung kriegt. Und jetzt kann ich auch bei der Ebene natürlich jederzeit sagen, die Farbe gefällt mir doch nicht so gut, ich blende die mal aus und lege eine neue an, probier was anderes aus oder so. Was ich hier jetzt auch gerade mal schnell eben gemacht habe, ist zum Beispiel hiermit zu arbeiten. Hier oben kann ich für das jeweils ausgewählte Werkzeug, was ich habe, in diesem Fall den Pinsel in der Airbrush-Simulation, die Deckkraft ändern. Das heißt, wenn ich bei 100%iger Deckkraft damit arbeite, dann sieht das eher so aus, so. Und wenn ich die Deckkraft runtersetze, dann sieht das eher so aus. Das sehen wir jetzt nicht immer. Ach so. Ja, das erste sieht man. Ich mache es mal mit einem anderen Werkzeug, da sieht man es besser. Also Deckkraft 100 und Deckkraft 39. Die sieht man schon wieder gar nicht. Deckkraft 76. Ja. Ja, genau. Und das kann man zum Beispiel auch sehr gut künstlerisch einsetzen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich will irgendwo über irgendeinen Braunton noch so ein bisschen schwarz als so eine Art Schatten drüberlegen, dann kann man nach meiner Erfahrung zum Beispiel mit dieser Spraydose und der Deckkraft ganz gut experimentieren. Wenn es richtig, was richtig Gutes werden soll, macht man für den Schatten auch wieder eine eigene Ebene, dann macht man im Zweifel für alles eine eigene Ebene. Da war eine Meldung? Ja, zum Beispiel, wenn ich das Auswahlwerkzeug benutze, dann habe ich ja diese gestrichelte Linie, ist diese Auswahl bezogen auf eine Ebene oder ist es bezogen auf die gesamte, auf alle Ebenen? Die ist erstmal bezogen auf die Ebene, in der man gerade ist. Aber ich kann jetzt auch die Ebene ändern. Also ich kann das in einer Ebene auswählen. Und was ich ja vorhin gemacht habe, also jetzt bin ich in die Kaninchenumrissebene gegangen, zum Beispiel, und wähle hier den Kopf aus. Und jetzt gehe ich wieder in die Farbe 2-Ebene und arbeite dann mit dieser Auswahl. Okay, also die Auswahl wird mitgenommen. Ja, genau. Die bezieht sich immer auf die Ebene, in der man hier gerade ist. Und das ist auch ein typischer Fehler, der einem passieren kann, dass man nach der Auswahl vergisst, die Ebene zu wechseln. Dass man dann anfängt, hier reinzumalen, irgendwie, dass ich jetzt zum Beispiel meine, das Kaninchen sollte noch eine rosa Nase haben. Warte, ich war hier, den hier mache. Und dann fällt mir ein, ich will es ohne Umriss machen und merke, ach Mist, ich habe die rosa Nase in die Umrissebene gemacht. Und das ist dann, wie gesagt, dann ist es jetzt völlig harmlos, dann macht man einmal STRG-Z und ist wieder gut. Wenn einem sowas dann nach einer halben Stunde auffällt und sowas, das kann schon mal sich auf die Laune auswirken. Ja, genau. Dann findet man wirklich raus, wie oft kann ich STRG-Z machen. Ja? Ist Radieren eigentlich normalerweise gleichbedeutend mit Farbe Weiß malen? Nee, nee. Ist nicht dasselbe? Nee, ist Farbe wegnehmen. Auch Farbe Weiß kann man wegradieren. Also ich kann jetzt... Entschuldigung, es kann ja sein, dass man negativ darstellen kann. Die ganze Leinwand färbt man schwarz ein und malt dann mit Weiß. Ja. Und dann würde man ja gerne radieren, indem das, was vorher weiß war, dann wieder zu schwarz wird. Ja, das würde aber nur funktionieren, wenn man das schwarz und weiß in zwei Ebenen macht. Also wenn ich... Ja. In einer Ebene ist immer nur eine Farbe. Das heißt, wenn ich jetzt... Können wir mal als Beispiel nehmen, ein guter Punkt.
Ich meine, hatte ich das in den Hintergrund gemalt? Nee, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, in welcher Ebene ich das gemalt habe. Hier, Farbe 2, ist jetzt egal. Also hier habe ich jetzt was Schwarzes, schwarzen Strich. Und da soll jetzt was Weißes drüber irgendwie. Kann man das sehen auf der Leinwand? Ja, oder? Okay. Das ist jetzt in einer Ebene. Sowohl der schwarze Strich als auch das Weiß, was ich hier drüber male. Und jetzt denke ich, das war zu viel Weiß. Dann nehme ich meinen Radiergummi und radiere hier. Jetzt radiere ich aber das Schwarz, was da drunter ist, mit weg. Und es kommt das Weiß von der Hintergrundebene zum Vorschein. Bei der Hintergrundebene könnte ich es auch das Weiß wegradieren, dann kommt sozusagen das Karo dahinter, was nicht mehr wegradierbar ist, sozusagen, wenn man so will, die Tischplatte zum Vorschein. Das heißt, in so einem Fall sollte man wieder mit zwei Ebenen arbeiten. Wenn man sagt, ich mache mein Grundbild irgendwie schwarz und dann will ich künstlerisch irgendwas in Weiß darüber malen, für das Weiß eine weitere Ebene nehmen, unbedingt. Und wie gesagt, radieren ist was anderes als mit Weiß arbeiten hier. Ja. Genau. Ja, das waren die Ebenen, das waren die verschiedenen Werkzeuge, das war das Auswählen. Jetzt überlege ich gerade, was gehört noch so zu den Grundfunktionen. Bei den Ebenen hatte ich eben gesagt, wenn man sich in der Ebene vertut, kann einem das viel Kummer bereiten. Deswegen gibt es hier noch die Möglichkeit, Ebenen zu sperren. Also wenn ich zum Beispiel sage, Kaninchenumriss, damit bin ich jetzt fertig, kann ich die Ebene sperren hier auf diesem Vorhängeschloss-Symbol. Und dann kann es mir auch gar nicht mehr passieren, dass ich da reinmale. Ich bin jetzt in der Ebene und ihr seht, ich habe hier den Pinsel hier oben links aktiviert. Mein Cursor ist aber soll eine Hand sein mit einem kleinen, das könnt ihr wahrscheinlich schlecht erkennen, mit einem kleinen so Verbotssymbol, Durchfahrt oder nee, Parken verboten, Halten verboten Symbol dabei. Da kann ich jetzt gar nicht malen. Also wenn ich jetzt in die Farbe 2 Ebene gehe und sage, ich will jetzt hier noch irgendwie ein bisschen was machen. Mein Kaninchen soll jetzt noch irgendein dunkles Muster auf dem Rücken kriegen. Und dann rutsche ich aus Versehen in die Umrissebene wieder. Dann kann hier gar nichts passieren. Dann steht hier, die Ebene ist gesperrt und ich kann da rumhantieren, so viel ich will. Das kann einem, wie gesagt, auch sehr nervenschonend sein, wenn man das macht, bei so Ebenen, wo man weiß, die brauche ich jetzt so schnell nicht wieder, die einmal zu sperren. Und dann kann ich in die richtige Ebene gehen und hier wieder irgendwas tun. Das sieht jetzt aus, als wäre das Kaninchen blutig. So war das nicht gemeint. Ansonsten, also ich würde sagen, das sind so die Grundfunktionen. Vielleicht würde ich zu den Grundfunktionen auch die Farbauswahl zählen. Das ist dieses Pipetten-Symbol hier links. Damit kann ich ins Bild gehen und sagen, ich will jetzt mit der Farbe hier, mit exakt der noch weiterarbeiten. Dann klicke ich da einmal drauf und sie geht in meine Farbauswahl, die man hier oben sieht. Da sieht man dann immer, da sind mehrere kleine Kästchen und das ganz oben ist immer das, ist die aktuelle Farbe, die ich ausgewählt habe. Wenn ich da drauf klicke, dann kommt gleich dieses Farbauswahlmenü. Dazu habe ich noch gar nichts gesagt. Ich denke, das ist relativ selbsterklärend. Also hier hat man sowohl einen Kreis als auch ein Dreieck, wo drin man munter rumklicken kann und sich so eine Farbe zusammenstellen kann. Der Kreis hier drumherum, das sind so die, naja, die Grundfarben sind es ja nicht. So gibt's dafür einen korrekten Ausdruck für diesen Farben, die Regenbogenfarben, sowas in der Art. Und hier in der Mitte. Farbkreis? Ja, wahrscheinlich ist es einfach ein Farbkreis. Ich habe jetzt nicht Kunst studiert, ich weiß nicht, wie das die Profis nennen. Ich kenne den von Herrn Liebten, aber ich glaube, das ist nicht identisch. Okay. Hier wählt man sich also irgendeine Grundfarbe, ich weiß, das ist nicht der korrekte Ausdruck, aus, und kann dann hier drin zwischen rein diese Farbe, rein weiß und rein schwarz irgendeine Abstufung, sagen wir eine rein farbliche Abstufung oder irgendwas, was so ein bisschen in weiß, grau, schwarz geht, auswählen. Also kann man sozusagen quasi eine Neonfarbe oder eher so eine
gedeckte, wie heißt das, Pastellfarbe oder sowas, sowas nehmen. So eine Sättigung. Ja, genau. Man kann natürlich auch hier über verschiedene Farbkodierungssysteme, also über RGB oder über einen Hexadezimalcode, die Farbe dann wirklich auf ein, was auch immer, 16 hoch Dreitel sind, genau einstellen. Also ich könnte jetzt auch hierher gehen und sagen, dieses Grau-Blau, was ich hier ausgewählt habe, ist mir noch ein Tick zu blau, dann gehe ich hier mal irgendwie runter auf 20 und was haben wir dann? Das war jetzt sehr viel, dann ist prompt ein Grün draus geworden, dann gehe ich mal auch wieder auf 90 hoch. Was ein bisschen nervt, ist, dass dabei immer dieses Menü wieder zugeht. Aber so könnte man seine Farbe exakt einstellen. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Man kann dann auch wirklich diesen Farbcode irgendwo speichern und sagen, genau die Farbe will ich mal wieder haben. Ja? Man kann also, denke ich mal, auch von einer analogen Vorlage, wenn der Scanner gut ist, die einscannen und auf diese Weise herausfinden, welche Farbe genau an einer bestimmten Stelle ist. Ja, genau. Das gibt's, also das kann man unter anderem mit Krita machen, dafür gibt es auch Websites, wo man sowas machen kann und sowas, aber wenn man Krita schon auf hat, kann man theoretisch das machen. Man kann sich irgendwas einscannen, man kann das dann sogar hier, könnte das dann hier einfügen, also hier oben über Bearbeiten und Einfügen. Dann hätte man das hier drin und könnte hier die Farbe kopieren. Wobei man allerdings auch wissen muss, die Farbe, die man sich zum Beispiel mit dem Farbauswähler, ich gehe jetzt sozusagen nochmal einen Schritt zurück, mit dem Farbauswähler auswählt, die ist dann auch exakt die hier auf dem Bildschirm jetzt zu sehen ist. Das heißt, ich habe jetzt mal irgend so ein relativ sattes Grün hier ausgewählt, arbeite damit, irgendwie ist das jetzt nicht satt, ach ja, wegen der Deckkraft, genau, arbeite damit. Aber dann, wie ich es hier eben schon gemacht habe, fällt mir ein, ich will die, na komm, STRG-Z, genau, ich habe mir das Grün ausgewählt, habe aber mit einer Deckkraft von nur 50% gearbeitet, deswegen sieht das hier so aus. Und später überlege ich mir, ich will dieses Grün wieder haben, weil ich inzwischen bei Rot oder irgendwas bin, gehe darüber, dann wählt er das aus, was er hier sieht, nämlich das Blassere. Dafür hat man dann hier ganz rechts so eine Farbhistorie. Die geht, ich weiß nicht, ich glaube 20 oder irgend sowas zurück. Das heißt, da kann man immer schnell nochmal zurückgehen und die Farbe, kann ich mir das Blau, was ich vorhin irgendwie mir überlegt hatte, hier nochmal auswählen. Wenn einem das nicht reicht, wenn man zum Beispiel, wie du ja schon gesagt hast, an irgendwas Großem arbeitet, was einen lange beschäftigt, kann man auch eigene Farbpaletten anlegen. Das hatte ich irgendwann mal gemacht. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr genau, wo das hier geht. Die erscheinen dann hier unten rechts, also zumindest in der Standardeinstellung. Und da kann man Farben festlegen, da kann man Farben Namen geben und so weiter. Und die bleiben dann auch da. Ich will gerade noch mal gucken. Das müsste man doch eigentlich relativ schnell finden. Werkzeug, andockbare Dialoge. Ah, wahrscheinlich ist das hier irgendwo. Farbpalette, genau. Genau, es erscheint hier unten rechts nochmal so eine Farbpalette. Und da drin kann man dann, also diese Farben, die jetzt hier drin sind in der Standardfarbpalette, die bleiben immer da. Das heißt, man könnte erstmal, wenn man will, damit arbeiten, dann hätte man die immer. Und da kann man dann auch sowas machen, hier eigene Farbe hinzufügen. Genau, auswählen, kann man eine ID, einen Namen geben und so weiter. Und dann bleiben die auch da. Gibt es auch vordefinierte Kataloge von diesen, heißt das RAL oder RAL-Farben? Also die vordefiniert sind in der Industrie letzten Endes. Und dann hätte man ja schon Namen für manche Farben, für viele Farben. Die gibt es hier drin. Also hier, die haben hier alle Namen. Ich weiß nicht, ob das diese Persian Orange, persisches Orange, ist das eine von den Farben, Namen, die du meinst? Ich glaube, die sind Büschelmann. Okay. Also es gibt zum Beispiel das RAL 901, das ist okay. Weiß.
ja. Weißer Lack, RAL 201, also 9001. Mhm. Das kann man aber in RGB nicht übersetzen, weil jeder Interpretation von RGB, je nach Bildschirm und Eingabe und Ausgabe, jedes Mal wieder anders ist. Also das würde nie stimmen, egal was man macht. Ja. Das passt nicht. Das Farbmodell auch ein ganz anderes ist. Weil jeder Bildschirm ist wieder anders interpretiert. Ja. Gut, das ist aber ein anderes Problem, dass die Bildschirme nicht vernünftig Die Kalibrierung stimmt nicht, deswegen wird man das nie hinkriegen. Ich habe es hier zumindest auch nicht gesehen. Also diese Bezeichnung, was ihr jetzt gesagt habt, ist mir hier noch nicht untergekommen. Ja. Mir ist aufgefallen, dass wenn man aus Krita, wenn man irgendwas kopiert und das dann in Krita einfügen will, wird man immer gefragt, man hat dann zwei Möglichkeiten. Willst du es wie aus dem Web oder wie auf dem Bildschirm einfügen? Also da versucht er, glaube ich, das so ein bisschen zu berücksichtigen. Aber da scheint er jetzt eher die Experten zu sein. Ich kann nur sagen, diese Katalog RAL 9001 oder was habe ich hier noch nicht gesehen, sage ich mal so. Das ist nur eine Farbe. Ja, okay. Ja, genau. Okay. Ich muss hier auch gleich Schluss machen. Vielleicht, also versuchen wir einfach noch zwei, drei Fragen zu beantworten. Wir haben jetzt da so ein Kaninchen. Ja. Nehmen wir mal an, wir seien damit zufrieden. Dann wären wir schnell leicht zufrieden. Und ja? Wie geht es kopieren? Ah ja. Was ich jetzt machen würde, wäre zum Beispiel das Kaninchen, machen wir mal. Wir wählen diese drei Ebenen hier aus. Also mehrere Ebenen kann man auswählen mit Shift und dann Mausklick oder so. Dann gehen wir ins Kontextmenü. Gruppieren das. Da gibt's, habt ihr das gesehen? Da gibt es eine Funktion, die heißt dann gruppieren. Und dann ist hier so eine Ebene, die heißt Gruppe 1 erschienen. Und darunter, ein bisschen eingerückt, sind die drei, die ich gerade ausgewählt habe. Und ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt alle miteinander verschieben kann. Ich probiere das einfach mal. Nee, das nicht. Dann probiere ich jetzt mal, die alle drei gleichzeitig zu verschieben. Das geht komischerweise nicht. Ich glaube, das geht auch, aber ich habe die Funktion noch nicht gefunden. Was man machen kann, wenn man fertig ist, man kann die Ebenen natürlich zusammenfügen. Man geht auf die Ebene selbst, wieder ins Kontextmenü und geht in untere Ebene einfügen. Achso, das geht nicht, weil sie gesperrt ist. In untere Ebene einfügen. Das mache ich nochmal. Jetzt heißt die hier komplett Farbe. Das ist ein bisschen suboptimal jetzt. Ich bin sicher, es gibt die Funktion, die alle drei zusammen so auch verschieben auch. Aber irgendwie habe ich sie nicht. Und jetzt kann ich das Kaninchen insgesamt verschieben. Also das wäre eigentlich meine Frage gewesen, ob man die Ebenen irgendwie verketten kann. Ich hätte noch den Begriff des Verkettens. Ja, genau. Was anderes wie kopieren. Und dann gibt es aber noch, der Unterschied wäre noch, dass man beim Kopieren kann man in anderen Programmen sowas sagen wie Sichtbares kopieren. Mhm. Also dass er dann das kopiert, was er auch sieht. Und zum Beispiel könnte jetzt die anderen Striche da oberhalb im Kaninchen, die könnte ich dann ausblenden, mhm, die in der eigenen Ebene sind, und dann kann ich ihn nur kopieren, was er sieht. Ja, ich meine, die Funktion gibt es auch, Sichtbares kopieren. Das wäre dann was für den Krita für Fortgeschrittene Workshop, den wir immer noch mal vorhaben, vielleicht nächstes Jahr hier oder vielleicht irgendwann auf YouTube bei Benjons Kanal. Jetzt sind wir leider schon am Ende, weil für die nächsten Vortragenden hier noch ein bisschen Zeit sein muss, in den Raum zu kommen und so weiter. Ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit, für eure. Danke. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich finde, wenn man sich für sowas interessiert, lohnt sich das auf jeden Fall, Krita mal auszuprobieren. Ist kostenlos, und wenn man es toll findet, kann man sich überlegen, ob man an die Krita Foundation mal ein paar Euro spenden will. Ich bin nicht da drin in der Krita Foundation. Ich habe es aber selber auch schon mal gemacht. Ich finde, man kriegt da echt viel für sein nicht gezahltes Geld. Okay, ja, dann viel Spaß noch heute. Eine Offline-Frage gestattet, eine kurze. Ja, gleich.